Heute machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben, denn wir machen heute Speed Dating. Speed Dating für Börsenhändler? Jawohl, das gibt's. Und was sich dahinter verbirgt? Jetzt! Mein Name ist Jens Rabe, ich bin der Inhaber der Jens Rabe Academy und ich bin zum Glück verheiratet. Ja, ich bin zum Glück seit fast 12 Jahren verheiratet und deswegen, ich muss nicht mehr auf die Sozialakquise gehen. Das heißt also, ich muss nicht mehr versuchen, jemanden kennenzulernen. Aber viele Menschen müssen ja heutzutage jemanden kennenlernen oder wollen jemanden kennenlernen. Und eine Sache, die sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen etabliert hat, ist ja das sogenannte Speed Dating. Ne? Und Speed Dating, was macht man? Da geht man hin, dann rutscht man quasi alle paar Minuten zu einem neuen potenziellen Partner und dann stellt man sich ja gegenseitig Fragen, um rauszubekommen, hey, ist der andere etwas für mich oder nicht? So, und genau das Gleiche machen wir heute so, bloß wir machen das natürlich mit Börsenfragen. Also eigentlich könnte man auch sagen, das ist heute ein Börsenquiz. Und zwar, ich werde dir 5 Fragen stellen und du solltest diese 5 Fragen beantworten können, damit du dir sicher sein kannst, dass die Börse, also die Börse ist quasi dein Gegenüber, die Börse ist dein Partner, damit du mit der gut umgehen kannst. Gut umgehen heißt, dass du Gewinne machen kannst. So, ich habe mir 5 Fragen herausgesucht, die ich gerne auch stelle, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich will Börsenhandel lernen und ich habe schon ein bisschen Erfahrungen, dann fragen wir eigentlich immer diese 5 Fragen. Und jetzt machen wir eins ein bisschen besser als beim Speed-Dating. Du darfst nach jeder Frage das Video anhalten, kurz überlegen und dann deine Antwort für dich selber notieren oder dir aufschreiben oder sagen, weiß ich nicht oder weiß ich, ne? Und du kannst sie auch gern in die Kommentare schreiben. Ich werde auch natürlich immer auch ein bisschen was dazu sagen. Okay, also das heißt, wir stellen eine Frage. Du denkst kurz darüber nach, lässt das Video weiterlaufen. Ich beantworte sie dir mit, es gibt meistens eine ausführlichere Antwort, ne? Das mache ich jetzt ja nicht, sondern es gibt eine kurze Antwort, aber damit du dir schon was darunter vorstellen kannst. Okay, so, bist du bereit? Bist du bereit für Speed Dating? Dann let's go, erste Frage. Erste Frage, was tue ich, wenn der Markt fällt? Okay, was tue ich, wenn der Markt fällt? Das ist eine ganz, ganz simple Frage und die meisten haben aber keine Antwort darauf. Jetzt wird es einige geben, die werden sagen, naja gut, wenn der Markt fällt, ich bleibe einfach dabei und kaufe nach. Okay, dann wäre so die nächste Frage, die vielleicht beim Dating käme. Hast du denn das schon mal gemacht? Hast du denn das schon mal erlebt? Hast du schon mal bei 20-30% Minus nachgekauft? Nein? Okay, woher weißt du denn dann, dass du es machen wirst? Hast du, weil du kannst ja natürlich immer etwas aufschreiben und sagen, ah, ich will das machen, aber hast du es schon mal erlebt? Ne? Und deswegen sollte man sich da immer einen Plan machen, was macht man, wenn der Markt fällt. Es ist Nachkaufen, gerade für einen langfristigen Investor, gar keine schlechte Idee. Der Punkt ist nur, viele Menschen haben Probleme damit, ne? Einfach rein mentale Probleme, weil es ist ja nicht nur, dass man etwas günstiger kaufen kann, sondern dummerweise wird ja auch in der Regel das Depot zu diesem Zeitpunkt, nennen wir es mal optimistischerweise, günstiger. Fakt ist aber, dass erstmal die Bewertung des Depots ja runtergeht und wenn du eben jetzt nicht gerade am Anfang stehst und noch ein sehr kleines Depot hast, sondern ein größeres Depot, dann hast du oftmals Probleme damit, vor allem eben rein mentale Probleme. Ne? So, und deswegen solltest du dir diese Frage wirklich mal in Ruhe beantworten, weil hier gibt es einen ganz großen Unterschied beispielsweise zwischen einer einzelnen Aktie und einem Korb von Aktien, also beispielsweise einem ETF-Depot. Wir wissen, dass langfristig sich der breite Markt immer wieder erholen wird. Das hat er jetzt seit eigentlich Gründung oder seit dem Entstehen von Aktienmärkten immer getan. Einzelne Aktien können und werden allerdings das nicht immer tun. Du weißt vielleicht, dass ungefähr nur 5% aller Aktien langfristig die Performance eines Index ausmachen. So, das heißt, du musst eigentlich immer damit rechnen, wenn eine Aktie fällt, dass sie das Ganze nicht überlebt, auch in einem Crash nicht. Ja, das muss man einfach auf dem Schirm haben. So, und deswegen muss man sich eben überlegen, habe ich ein ETF-Depot, dann kann man tatsächlich nachkaufen, kann Limite in den Markt legen, man kann Optionen darauf schreiben. Das heißt, man sollte das sehr, sehr strukturiert machen. Man kann auch einfach Sparpläne weiterlaufen lassen, ist auch eine gute Idee. Wenn man aber einzelne Aktien hat, dann muss man schon festlegen, okay, wo stimmt die Story nicht mehr? Ne? Passiert es in einem Crash, ist es wieder was anderes, als wenn es nicht in einem Crash passiert. Also da musst du wirklich Ideen haben, was du machst. Okay, das war die erste Frage. Kommen wir zur Frage Nummer 2. Mal ganz kurze Unterbrechung. Ich habe gerade hier einen Kalender vor mir und das ist ein Jahreskalender, wo so die wichtigsten Dinge drinstehen, die dieses Jahr passieren werden, also was man eben schon weiß. Ne? Also man weiß jetzt schon, wann dieses Jahr die FED-Sitzungen sein werden, also wann die amerikanische Notenbank zusammenkommt, man weiß, wann die europäische Notenbank zusammenkommt, man weiß, wann Wahlen stattfinden, ne? Also hier Sachsen, Thüringen,
Finde statt dann hier 6. November die Wahl in den USA. Wer wird neuer Präsident? Also dieses Jahr ein extrem spannendes Jahr. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf dieses Jahr vorbereiten. Das Jahr 2024 wird ein ganz, ganz anderes Jahr werden als beispielsweise das Jahr 2023. 2023, da waren die Themen Zinsen und Rezession und so weiter. Dieses Jahr werden die Volatilitäten, die Einschläge von der anderen Seite kommen. Ne? Die werden eher aus der Politik kommen. Die werden aus dem Weltgeschehen vielleicht kommen. Vielleicht kommt ja doch noch die Rezession, wir wissen das nicht. Aber es wird auf jeden Fall ganz, ganz anders sein. Und deswegen möchte ich dich einladen. Und zwar am 14. Januar. Am 14. Januar veranstalten wir ein Webinar. 11 Uhr, das ist ein Sonntag, 11 Uhr vormittags. Also ungefähr eine Stunde. Danach hast du noch Gelegenheit, mir Fragen zu stellen. Wir machen noch eine Q&A. Also wenn du irgendwas wissen willst, herzlich gern können wir das bei diesem Gespräch mitmachen oder bei diesem Webinar mitmachen. Und wir werden, wie gesagt, ich werde ganz, ganz viele Dinge zeigen, die dieses Jahr wichtig sind. Und viele machen ja jetzt so Jahresausblicke und das wird so sein, das wird so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe keine Glaskugel. Aber was ich weiß, wie ich mich am besten auf dieses Jahr vorbereite. Das heißt also, es gibt einfach Tendenzen, die sollte man im Blick haben. Es gibt gewisse Saisonalitäten, die sollte man im Blick haben. Es gibt statistische Wahrscheinlichkeiten für dieses Jahr. Und all das sollte man auf dem Schirm haben. Und wenn du das auf dem Schirm haben willst, wenn du vorbereitet in dieses Jahr 2024 gehen willst, dann am 14. Januar, Sonntag, 11 Uhr, Link packe ich dir hier unten und das Video, melde dich da an. Das Webinar ist klar, logischerweise kostenfrei. Allerdings ist es ein Live-Webinar, das heißt, wir zeichnen es nicht auf und deswegen haben wir es extra jetzt mal gesagt, wir machen es an einem Sonntag, damit wirklich jeder kann. Und deswegen hol dir einen der Plätze. Ja, wir haben viele, viele Anmeldungen schon, ich glaube weit über 1000 waren es nach 2 Tagen. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Melde dich auf jeden Fall an und sicher dir deinen Platz. Frage Nummer 2. Woran erkenne ich, dass es im Markt gefährlich wird? Okay. Woran erkenne ich, dass es im Markt gefährlich wird? Warum ist das wichtig? Naja, wenn du zum Beispiel in der ersten Frage gesagt hast, okay, ich möchte mich dann abhedgen oder ich möchte mich dann absichern oder ich möchte Stops nachziehen, woran erkennst du denn, dass das so passiert? Ja? Und auch da gibt es natürlich wieder viele, viele Möglichkeiten. Wir machen das beispielsweise bei uns in der Academy, indem wir unseren Kunden zeigen, wie man sich so aus verschiedensten Punkten quasi ein Ampelsystem aufbaut. Und man erkennt beispielsweise daran, dass ein Markt gefährlich wird, wenn verschiedenste Indikationen überschießen. Also das kann auf der einen Seite das sogenannte Sentiment sein, ne? Also die Stimmungslage. Wenn also zu viele Anleger euphorisch werden. Wir hatten das beispielsweise wirklich punktgenau gesehen im Ende Dezember 2023, wo also wirklich sowohl die Kleinanleger als auch die Institutionellen wirklich sehr, sehr euphorisch waren. Der Fear and Greed Index war sehr, sehr hoch gegangen und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die Märkte mal stärker korrigieren. Es war also völlig klar und daran hat man das erkannt. Man erkennt es aber auch an solchen Dingen wie beispielsweise an einem sogenannten Put Call Ratio kann man das erkennen. Ne? Oder man kann es erkennen, dass bestimmte Leader-Aktien nicht mehr so stark mitziehen. War auch so ein Fall im Dezember. Ne? Also im Dezember super Rally gehabt, da ging es ordentlich nach oben, aber die großen Big-Tech-Aktien haben im Dezember nicht mehr mitgezogen. Ne? Die sind zwar, die waren immer noch oben, aber die sind so eher seitwärts gelaufen. Auch das war so ein Punkt, wo man gesagt hat, oh, da geht so langsam eine rote Ampel an, Advanced Decline Line und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele Punkte, woran man das festmachen kann. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, Frage Nummer 3. Wann, das ist eine spannende Frage, wann sollte ich genau wie die Masse handeln und wann genau das Gegenteil machen? Viele sagen ja immer, die Masse liegt immer falsch. Das stimmt aber natürlich nicht. Die Masse liegt nicht immer falsch, ganz im Gegenteil. Manchmal macht die Masse genau das Richtige. Auch wenn wir hier wieder zurückgehen aufs Jahr 2023, die letzten beiden Monate, November, Dezember, da lag die Masse perfekt. Also das heißt, die Kleinanleger waren schon deutlich long, die waren Attacke im Markt dabei, die haben auch die richtigen Aktien gekauft. Hingegen waren die Kleinanleger, die Großanleger, die hatten Druck, die mussten hinterherkommen. Ne? So. Und das heißt also, das war so ein Punkt, wo man sagen konnte, okay, wo liegen die Schmerzen?
Und das muss man erkennen. Die Schmerzen lagen im November, Dezember eindeutig bei den Institutionellen, die nicht genug investiert waren. Das heißt, der Markt ging nach oben und die Großanleger waren nicht investiert. Die hatten Schmerzen dadurch und dadurch ist der Markt, haben sie den noch weitergetrieben. Das heißt, das war so ein Punkt, wo man mitgehen sollte. Wenn wir dagegen sagen, man musste man genau das Gegenteil machen, dann ist das vielleicht, wenn wir zum Beispiel solche Hype-Punkte sehen, also dass dann irgendwie was passiert, dass man sagt, hey, jetzt ist ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch da und alle reden darüber. Ne? Wenn es plötzlich jeder weiß, wenn es quasi so offensichtlich ist, wenn quasi nachdem dann Nvidia 270% gestiegen ist, wenn dann sagen, ja genau, da musst du jetzt rein. Oder wenn bestimmte Themen-ETFs aufgelegt werden. Auch das ist so ein Punkt, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Da muss man jetzt nicht gleich dagegen wetten, aber dann sollte man zumindest sagen, oh, da stimmt irgendwas nicht, wenn plötzlich so Hinz und Kunz quasi dabei ist. Ne? Das sind so Dinge. Auch hier gibt es wieder Punkte, Put-Call-Ratio beispielsweise, dann sowas auch wie die Volatilität der VIX. Wenn der bestimmte Regionen erreicht, dann ist der Markt in der Regel reif für eine Gegenbewegung. Das kann zum Beispiel sein, auch wenn der Markt extrem einbricht und die Masse totale Angst hat und du dann siehst, oh, die Volatilität geht plötzlich zurück. Dann kann der Markt immer noch fallen, aber dann siehst du an dem Rückgang der Volatilität, dass viele institutionelle Händler anfangen, ihre Short-Positionen zu schließen. Und das ist dann in der Regel immer in der Nähe von Tiefpunkten. Also auch da gibt es viele Punkte, wo man das machen kann. So, kommen wir mal zur nächsten Frage, zur vorletzten Frage, zur Frage Nummer 4. Wie pushe ich meine Gewinne? Wie pushe ich meine Gewinne? Eine gute Frage. Man könnte sogar noch die Frage davor stellen, wann ist der richtige Zeitpunkt, Gewinne zu pushen. Ne? Aber beantworten wir das mal. Man pusht natürlich immer dann Gewinne, wenn wir an so richtigen Bullenphasen sind. Ne? Auch hier wieder ein perfektes Beispiel war der November, Dezember 2023, als die Märkte wirklich fast ohne Rücksetzer nach oben schossen und man einfach auch aufgrund vieler Dinge sehen konnte, das geht jetzt noch ein bisschen weiter, weil viele Dinge einfach gepasst haben. So, und jetzt, wie macht man das dann? Wie kann man dann seine Gewinne pushen? Und das kann man dann zum Beispiel machen, indem man beispielsweise dann mal auf entweder Aktien zurückgreift, die ein sehr, sehr hohes Beta haben. Beta ist immer quasi diese, wie verhält sich eine Aktie zum Gesamtmarkt? Und ein hohes Beta bedeutet also, dass sie stärker schwankt als der Gesamtmarkt. Das trifft sowohl nach oben als auch nach unten zu. Das heißt, in solchen Phasen kann man auf Aktien zurückgreifen, wenn man das tradet, die ein hohes Beta haben. Oder man kann zum Beispiel für so Trades dann, man sagt, man ist long im Markt, ganz normal, man hat ganz normale ETFs, ne? Und das bleibt auch einfach so. Und dass man dann aber in solchen Überphasen, dass man dann zum Beispiel auf gehebelte ETFs zurückgreift, auf Faktorzertifikate. Allerdings natürlich hier nur in speziellen Zeiten, das mit einem ganz sicheren und ganz, ganz klar strukturierten Risikomanagement verbunden. Dann kann man in solchen Phasen nochmal extra Geld rausholen. Wir haben euch das im Echtgeld-Depot ja auch gezeigt, dass man in solchen Phasen, wo es gut läuft, wirklich nochmal richtig Gas geben kann, wo man nochmal deutlich mehr als der Markt herausholen kann. Und das muss man auch wissen, wenn man eben permanent und dauerhaft gut am Markt unterwegs sein will. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, wenn der Markt 10% steigt, dass man dann irgendwie 50 macht. Ne? Aber dass, wenn der Markt vielleicht 10% steigt, dass man dann 15 macht, das ist schon eine herausragende Leistung. Vor allen Dingen, wenn man es nicht kurzfristig betrachtet, sondern sagt, wenn ich das langfristig machen kann. Okay? Das wird nicht in jeder Phase gelingen, aber es gibt immer mal wieder Phasen, wo man das machen kann. Und dann muss man eben planen und sagen, okay, wenn der Punkt eintreffen, also wenn also wirklich so alle Ampeln grün sind, ne, dann musst du Attacke machen, dann musst du Gas geben. So, kommen wir zur letzten Frage. Und wir haben schon mal ein Video darüber gemacht und da gab es dann durchaus ein paar Kommentare, wo ich gemerkt habe, das können viele nicht beantworten. Mal gucken, ob du die Frage für dich beantworten kannst. Und zwar, welche Auswirkungen oder welchen Einfluss haben Währungsschwankungen auf mein Depot? Okay. Werden die meisten sagen, was denn für Währungsschwankungen? Naja, beispielsweise der Euro schwankt dagegen den Dollar oder der Dollar schwankt gegen den japanischen Yen, der Euro schwankt gegen den japanischen Yen, gegen den Schweizer Franken, gegen das britische Pfund. Und jetzt hast du ja Aktien im Depot, die in einer bestimmten Landeswährung notiert sind. Jetzt kann es sein, je nachdem, bei welchem Broker du bist, du hast vielleicht alle deine Aktien in Frankfurt gekauft und sagst, na, ich habe doch aber meine Apple in Euro und ich habe doch meine Nikkei in Euro und ich habe doch auch mein British Petroleum in Euro. Da kann doch gar nichts schwanken. Doch kann es natürlich schon, weil natürlich dieser Wert, der dann in Frankfurt gehandelt wird, sich natürlich immer bemisst, wie wird denn der Wert an der Heimatbörse berechnet. Und
Wenn du beispielsweise, wir nehmen mal an, du hast sehr, sehr viele amerikanische Aktien in deinem Depot und dann ist es natürlich sehr, sehr entscheidend, wie sich der Dollar gegen den Euro verhält. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast etwas gekauft für 100 Dollar, sagen wir mal, wir machen ein ganz simples Beispiel, 1 Euro ist gleich 1 Dollar, ne, also Parität. Und jetzt kaufst du eine Aktie, die 100 Dollar kostet. Und hast du 100 Euro dafür ausgegeben. So, und jetzt mal angenommen, diese Aktie bleibt stabil, ein Jahr lang. Ne, die ändert sich nichts, die bleibt einfach bei 100 Dollar. Aber die Währung hat sich verändert. Jetzt ist beispielsweise so, dass der Euro gestiegen ist. Der Euro ist jetzt, du kriegst für jeden Dollar, für jeden Euro bekommst du jetzt 1,10 Dollar. Ne? Also das heißt, der Euro ist mehr wert geworden, der Dollar ist gefallen. So, jetzt überleg mal, was passiert jetzt, wenn du deine 100 Dollar, die vorher 100 Euro wieder wert waren, wenn du die jetzt wieder umtauschen musst. Jetzt ist ja plötzlich der Euro mehr wert geworden. Das heißt, du kriegst weniger wieder. Bedeutet, obwohl deine Aktie stabil geblieben ist, ist bei einem steigenden Euro der Wert deines Depots gesunken. Das musst du wissen. Ob du das dagegen dann etwas machst, ob du dagegen dich dann hedgst oder so, das ist eine andere Geschichte, aber du musst es auf jeden Fall wissen. Und wenn du das weißt, dann kannst du da sehr, sehr viel mehr am Aktienmarkt machen als jemand, der das nicht weiß. Oder du kannst zum Beispiel auf gehedgte ETFs oder Zertifikate zurückgreifen. Ne? So, also, das war's. Ganz kurzes Speed-Dating. Bewerte jetzt mal selber deine Antworten, ob du sagst, jawohl, ich bin bereit für die Börse, oder ob du sagst, da war vielleicht ein anderer besser als ich. Du weißt, am Ende kann immer nur einer gewinnen, auch bei so einem Speed-Dating. Manche gehen da leer aus. Und damit du gewinnst, sollten dir solche Fragen wirklich klar sein. Ne? Also, die musst du aus dem FF können. Aber keine Sorge, wie gesagt, das war eine kleine Auswahl. Wir könnten das jetzt auch mit 100 Fragen machen. Das sind ja alles Dinge, die man lernen kann. Das heißt, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, wenn du die ein oder andere Frage noch nicht beantworten konntest. Du wirst diese Fragen, wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigst, definitiv beantworten können. Und je mehr du solche Dinge weißt, je mehr du solche Dinge in der Praxis anwenden kannst, umso besser wirst du dich auch im Börsendschungel zurechtfinden, umso besser werden dann auch deine Ergebnisse werden. So, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch ausgegangen ist, ob ihr alles wusstet oder nichts wusstet. Seid ruhig ehrlich. Ja? Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg.